Was geht, ihr Schlawiner? Wie versprochen, diese Woche einmal pünktlich die Analyse für die Gruppe I. Und damit die vorletzte, die Leute, die jetzt eben hochgeladen worden sind, sind die letzten der ersten Gruppe, der ersten Runde. Ich muss mir immer noch ein 16/8 Format einfallen lassen. Egal. Fangen wir ohne groß zu quatschen an mit dem lieben Chris. Na, muss ich sagen, du hast Glück, weil ich habe ja anfangs meine 5000 Zuhörergrenze auf Spotify gesetzt, dass die dann Minuspunkte bekommen. Da du jetzt mittlerweile 3600 irgendwas hast, bist du da noch raus und hast dadurch keine Minuspunkte bekommen. Glückwunsch. Und wie immer erstmal nur die Kritik und dann die Punkte im Nachhinein. Bei deinem Video war ich leider etwas enttäuscht, denn ich weiß, was du sonst videotechnisch drauf hast und ich weiß, das Turnier ist was Kleines. Trotzdem würde ich mir von dir ein bisschen mehr Mühe in deinen Videos da wünschen und es war sehr verwackelt, dieses Hin und Her. Das wisst ihr selber. Das wurde ja auch schon gesagt. Aber wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht einfach. Ich weiß, was du oder was ihr drauf habt. Und auch wenn es ein kleines Turnier ist, auch wenn es nur mein Turnier ist, ein bisschen mehr möchte ich von euch sehen. Dafür kommen wir dann zu den zwei Themen, wo ich absolut nichts zu meckern habe. Audio, Vocals und Chris, das weißt du selber, da gibt's nichts zu beanstanden. Nein. Bei der Thematik jedoch haben wir das gleiche Problem wie beim Video. Ich bin ein bisschen mehr von dir gewohnt. Ich würde gern nichts Halbherziges bei mir sehen. Ich wünsche mir, dass du auch für mein Turnier hier meinen richtig, richtig geilen Song machst. Ich bin zwar kein Julian, aber komm Junge, gib alles. Nichtsdestotrotz leidet das Entertainment an keinem der Punkte und ja. Ich verbring hier noch eine Weile auf der Street. Ja Bruder, ich habe Appetit. Chef, ländlich etwas Kies. Machen wir also weiter mit Blank und Method. Video ist sehr, sehr verwackelt. Es ist schwer zuzuschauen. Die Katzen sind auf dem Beat drauf. Das ist gut, aber das Video ist sehr, sehr, sehr einfach wirklich, als wärt ihr mit dem Handy ohne Stabilisierung und ohne sonst was rausgegangen, der hat einfach das Handy rumgewackelt und dann die Aufnahmen gemacht. Nicht ganz so optimal, auch wenn das hier nicht auf Video ausgelegt ist, trotzdem, das ist schwer zu schauen. Das Mix und Master ist leider nicht wirklich gut, denn eure Stimmen, eigentlich hat man bei einem Song, dass wirklich die Stimme mit dem Beat ineinander einfließt, so. Und bei euch, das ist viel zu präsent. Die Qualität ist gut, ja. Es übersteuert aber an vielen Stellen. Und wie gesagt, was einfach fehlt, ist das Zusammenspiel zwischen Beat und Stimme. Das ist fast gar nicht vorhanden. Es klingt einfach, wie der Beat läuft und jemand redet im Hintergrund. Nicht im Hintergrund, er redet präsent davor, aber nicht, als wäre das irgendwie zusammengefügt worden. Die Vocals leider sehr stotternd, unroutiniert. Was man aber, wie ich auch schon damals bei anderen Teilnehmern sagte, immer verbessern kann. Es ist nicht schlecht, wirklich nicht, aber noch sehr, sehr unroutiniert und noch unsauber geflowt, wo man aber immer noch dran arbeiten kann und das immer verbessern kann. Die Thematik war mein größtes Problem dabei, weil es ist keine richtige durchgehende Thematik vorhanden, nur dass man irgendwie kein Ziel hat und doch ein Ziel hat. Leider ist das mir nicht ganz klar geworden da drin. Ohne Ziel in Sicht. Wir ignorieren diese Blender wie Blitzlicht. Mit einem bereits benannten Potenzial auch rollen im gefakten Druck in die Stadt. Weiter mit Du. Du hast ein sehr schönes, unterhaltsames Video. Sehr abwechslungsreich, sehr bescheuert, aber es passt auch zum Song. Es passt alles. Die Mische in den Parts gefällt mir echt gut, aber Du hast deine Doubles. Oder bei deinen Doubles sind einfach... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Die übersteuern, das ist zu viel Autotune drauf und die sind für mich einfach so als Hörer, wenn man wirklich Stereo-Boxen hat, einfach viel zu präsent. Und die drücken alles, was du da gemacht hast, viel zu sehr in den Hintergrund, in der Hook und im späteren Teil des Parts. Der erste Teil vom Part, super gemischt. Und dann kommen die Doubles, die halt immer präsenter werden. Und ich finde, das nimmt ein bisschen den Hörgenuss. Und dafür ist du bei Vocals ein bisschen mehr Punkte bekommen, durch eine kräftige, gut verständliche Stimme. Aber natürlich muss ich auch bei Vocals ein bisschen deine Doubles mit reinnehmen. Die Thematik fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Ein schönes Thema, was man auch sehr gut umsetzen kann, / könnte. Wo mein Problem dabei liegt, dass du ein bisschen zu wenig, dass du das nicht richtig behandelt hast. Also da hätte man wirklich tatsächlich line-technisch etc. noch viel Besseres bringen können. Das Thema, super, die Umsetzung davon bisschen schwächelt ein wenig. Du hast einfach nur Sachen aus bekannteren Songs wiederholt, größtenteils, immer wieder einfließen lassen. Aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Thematik gewünscht noch dazu. Einfach nur Zufall wie der Gewinn in einem Casino. Dass ich das geklaut hab, kommt mir spanisch vor. Despacito. Mir das zu unterstellen, nee, das...
Und zu guter Letzt Mickness. Das Video fand ich sehr unterhaltsam, wobei mich das Flackern aber auf Dauer sehr gestört hat. Das Flackern, das in dem ganzen Video präsent war, tat irgendwann weh, aber sonst schönes Video. Bei deiner Audio habe ich nur zu bemeckern, dass in meinen Augen die Stimme oder in meinen Ohren die Stimme ein ganz kleines bisschen zu leise ist. Sonst nichts. Zu den Vocals muss ich glaube ich nichts sagen. Diese Asi-Art ist absolut unterhaltsam und geil eingesetzt. Kein Punktabzug. Die Thematik jedoch ist, auch wenn es in deinem Stil ist, was ich auch sehr, sehr feier, nichtsdestotrotz represent, das müssen wir festhalten, aber dafür ist das Entertainment auch ohne Punktabzug geblieben. Die Thematik selber muss man halt auf represent begrenzen, aber beim Entertainment kann man sagen, es ist Asi represent on its best. Kommen wir also direkt zu den Punkten und fangen an mit Christ, dem Ersten, der in der Liste eben als Erstes auch da war und der natürlich nicht Erster der Liste ist, sondern nur der Erste, der vorgelesen wurde. Video 2 von 5. Warum, habe ich dir gesagt. Audio 10 von 10, Vocals 10 von 10, Thematik 16 von 20, ich habe dir gesagt, warum. Entertainment 10 von 10 und Gesamtpaket 19 von 20, insgesamt sagen wir gleich. Blank und Method, Video 3 von 5, Audio 5 von 10, Vocals 6 von 10, Thematik 12 von 20, Entertainment leider nur 4 von 10 und Gesamtpaket 10 von 20. Due, Video 5 von 5, Audio 7 von 10, Vocals 8 von 10, Thematik 17 von 20, Entertainment 7 von 10, Gesamtpaket 16 von 20. Und abschließend Mickness, Video 4 von 5, Audio 9 von 10, Vocals 10 von 10, Thematik 15 von 20, dafür aber Entertainment 10 von 10, Gesamtpaket 17 von 20. Kommen wir also zu den Endpunkten und der Reihenfolge. Auf Platz 4 Blank und Method mit insgesamt 40 von 75 Punkten. Auf Platz 3 Due mit 60 von 75 Punkten. Damit auf Platz 2 Mickness mit 65 bzw. 66 Punkten. Ein extra Punkt für den Hazard Diss. Das wird übrigens ab der nächsten Runde auch abgeschafft. Das war jetzt für diese Runde ganz amüsant, aber auch vorbei. Platz 2 Mickness mit 65 Punkten und folglich Christ Platz 1 mit 67 Punkten. Kein Abzug, dank zu wenig Spotify-Zuhörer. Kuss an dich und ja. Blank, Method und Due weitermachen. Gute, stabile Künstler, vor allem ihr beiden Säufer hier, ne? Macht weiter. Bildet euch das, was. Lernt einfach. Kann was Gutes draus werden. Due, gute Gesangsstimme. Doubles, absolut runterschrauben, nicht so extrem machen. Viel Glück weiterhin und Glückwunsch an Mickness und Christ und ich wünsche euch eine schöne Woche und so weiter. Haut rein und ciao. Ich verliere die Kontrolle. Ich verliere die Kontrolle. Hey.